Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ruffys Recipes. Heute mit der Xmas Edition. Wir werden eine ganze Ente im Bräter machen mit schönen Beilagen dazu und es wird richtig, richtig weihnachtlich. Yeah, Ruffys Recipes. Sag allen Bescheid, dass es Essen gibt. Pasta oder Beef, Salate oder Quiche, Veganes oder Sweets, ich hab alles, was du liebst. Und falls du abonnierst, dann wär das ziemlich nice. Ja, mein Herd ist immer heiß, denn das ist Ruffys Recipes. Achtet am besten darauf, dass ihr euch eine Ente holt, wo die Innereien noch drin sind, beziehungsweise auch der Hals. Daraus lässt sich eine wunderbare Entensoße machen. Ich zeige euch gleich auch, wie das geht. Ein sehr gutes Rezept. Ich habe mich extra besonders vorbereitet, um hier eine perfekte Soße abzuliefern. Das heißt, auf jeden Fall dranbleiben. So, wir gehen direkt an die Zubereitung. Mein erster Schritt wird sein, dass ich meine Ente, in diesem Fall eine Freilandente, einmal sauber mache. Hier hinten ist dieses Entenfett drin im Hinterteil. Das kann man einfach so rausziehen. Und das tun wir hier zu unseren Innereien dazu. Ich weiß, es ist nicht die schönste Sache, aber das gehört nun mal dazu. Den Bürzel übrigens könnt ihr entscheiden, ob ihr den abmacht. Hier hinten sitzen Fettdrüsen drin. Ich habe da kein Problem mit. Bei mir kann das dranbleiben. Manche mögen das nicht. Wenn ihr das nicht mögt, schneidet es ab. Jetzt wird die Ente großzügig von innen gesalzen. Für die Füllung der Ente schnappt euch eine Zwiebel, schnappt euch eine Mandarine oder alternativ eine Orange und einen schönen Apfel. Klein schneiden, putzen und in die Ente rein. So, während ich hier schon mal zubereite, erkläre ich euch ein paar Sachen. Und zwar werden wir heute die Slow-Cooking-Methode machen im Bräter. Ich habe dafür schön Entenfond am Start. Der Vorteil hier ist, wenn wir die Ente angießen mit diesem schönen Entenfett bzw. Entenfond, dass sie die ganze Zeit langsam und gleichmäßig gart. Und alles, was ihr dafür braucht, ist so ein schöner Bräter. Dazu kommt noch eine großzügige Menge Majoran, das passt sehr gut zu Ente. Das kann man auch hier über die Füllung schon rübergeben. Also Salz, Majoran, Zwiebel, Apfel, Orange bzw. Mandarine und dann ordentlich füllen. So, dass die Ente richtig schön voll ist von innen. Okay, zuerst mal werde ich hier diese beiden Hautlappen einmal schließen. Dafür nehme ich mir einfach so einen Küchenspieß. Dann nehme ich meine Keulen und binde mir das hier so zusammen. Jetzt kommt was richtig Gutes. Ich werde ein bisschen Sirup nehmen, ein bisschen Zuckerrübensirup, werde mir die Ente damit leicht einreiben, damit die eine schöne Süße bekommt, die Haut richtig knusprig wird und damit das Salz besser dran kleben bleibt. Ich empfehle das auf jeden Fall, weil ihr werdet sehen, die Ente wird gleich viel, viel besser das Salz halten. Und das ist wichtig, weil umso knuspriger und leckerer wird das Ganze. Jetzt kommt großzügig Salz dran. Seid da echt nicht zu sparsam, das wird gleich mit der Hand verteilt. Es darf überall wirklich gut Salz dran sein, ja? Der Ofen ist natürlich noch nicht vorgeheizt. Fuck. Ah ja, stimmt, der war ja schon an, okay. Weil ich dumm bin. So, ich gieße jetzt 600 Milliliter von meinem Entenfond rein und dann darf die mal in das Rohr gehen. Das geht jetzt in den Ofen bei 140 Grad für mindestens 2 Stunden. Zwischendurch checken, alle halbe Stunde die Ente drehen und in der Zwischenzeit, wo das gart, werden wir uns den Beilagen widmen. Jetzt wird es etwas anspruchsvoll. Wir machen nämlich unsere Entensoße. Dafür Suppengrün klein schneiden. Zu Suppengrün gehört Sellerie, Karotte und Lauchzwiebel. Ist hier jetzt nicht der schönste Teil. Ihr braucht auf jeden Fall ein stabiles Messer. Dann hackt ihr den Hals durch. Das Herz, die Leber und die Nieren und das Fett, was wir hinten aus der Ente geholt haben, alles rein. Das wird nachher, wie gesagt, rausgenommen. Wir ziehen uns nur den Geschmack daraus. So, wie ihr seht, fängt der Topf jetzt schon an zu dampfen. Ist richtig heiß, genau so soll es sein. Da geben wir jetzt 1 Teelöffel Sonnenblumenöl rein und dann kommt erstmal unser Suppengrün. Das Ganze lösche ich jetzt mit 1 Esslöffel Balsamico ab. Jetzt geben wir unser Entenklein dazu. Das darf ebenfalls mit auf richtig großer Hitze anbraten und gleich wird tomatisiert. Und dafür gebe ich einen guten Esslöffel Tomatenmark an meinen Soßenansatz.
Ich werde jetzt mit Rotwein ablöschen. Ich habe jetzt nochmal mit Rotwein aufgegossen und das Ganze, was vom Anschmoren jetzt am Topfboden sich angesetzt hat, kratze ich jetzt mit dem Löffel ab, weil das sind diese geilen Aromen, die wir in unserer Soße haben wollen. Auf jeden Fall lose machen und mit in die Soße verteilen. Alles guter Geschmack, Freunde. Ich gieße 150 ml trüben Apfelsaft und 150 ml O-Saft in meinen Soßenansatz. Eine halbe Zimtstange brechen und in die Soße geben. Fünf Wacholderbeeren dazu. Außerdem ein Teelöffel Pfeffer, ein Teelöffel Salz an unsere Soße. Dazu gesellen sich zwei tolle Lorbeerblätter. Wir wollen jetzt auch mit ein bisschen Wasser auffüllen, um auch genug Soße zu kriegen, um nachher für vier Personen und für das Fleisch genug Soße am Start zu haben. Deshalb müsst ihr schon darauf achten, dass ihr das sowohl mit Wasser auffüllt als auch runter reduziert, weil zum einen kriegt ihr durch runter reduzieren extrem viel Geschmack dran und mit dem Wasser auffüllen natürlich die gewünschte Menge. Ich gebe meine Kloßmasse jetzt in eine richtig schön große Schale rein, wo wir auch Platz haben, das Ganze durchzumischen. Ich habe jetzt Kloßmasse halb-halb, Convenience-Produkt und das reicht für 12 Knödel. Lest die Packungsbeilage, wenn ihr es zubereitet. Ich gieße jetzt in meinem Fall 750 ml Wasser auf, gebe dann meinen gerösteten und zerkleinerten Nussmix daran und forme dann mal ein paar schöne Knödel, Freunde. Legt euch einen Bogen Backpapier auf euer Arbeitsbrett, damit eure Kloßmasse nicht anklebt. Die Bewegung, wenn ihr Klöße formt, ist folgende. So mit dem kleinen Finger um diese Stellen, die noch so ein bisschen offen sind, so unten, wie wenn man Teigbälle formt, hier unten zu verschließen. Praktisch auf der Handinnenfläche mit dem kleinen Finger diese kleinen Stellen noch zurollen, damit das Ganze wirklich schön akkurat ist. So, wir geben jetzt unsere Klöße in unser kochendes Wasser rein, lassen die 10 Minuten kochen und dann werden wir die Platte runterstellen, sodass das Wasser nur noch siedet und die Klöße praktisch ruhen für weitere 15 Minuten, bis sie an der Oberfläche schwimmen, dann sind sie nämlich gar. Wir werfen jetzt mal einen Blick in den Bräter rein, was nach der ersten halben Stunde so passiert ist. Stellt euch am besten einen wiederkehrenden Timer, damit ihr euch eurer Ente auch wirklich die Zeit nehmt, die perfekt hinzukriegen. Bei Rotkohl ist es wichtig, dass ihr Nelke, Wacholderbeere und Lorbeer da habt. Gerne auch ein bisschen Preiselbeergelee oder Marmelade. Ja, Rotkohl ist jetzt in meinem Fall schon gepreppt, ist halt auch ein Convenience-Produkt, schon vorgekochter bzw. eingemachter Apfelrotkohl. Der gekaufte schmeckt wirklich gut. Ich werde den einfach nur noch verfeinern und wir starten jetzt. Gebe an meinen Rotkohl jetzt Lorbeer, ein wenig Zimt und ein paar Wacholderbeeren, meine allerletzten. Auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Ja? Das Wasser könnt ihr auch ab und zu noch mal wieder auffüllen. Ich mache das immer ganz gerne. Der Rotkohl wird dann ein bisschen schlotziger, sage ich immer so schön. Abbinden könnt ihr mit Mondamin, Maisstärke, Mehlschwitze, was ihr da nehmt. Ich bin da echt einfach aufgestellt und nehme einfach Mondamin. 2 Stunden sind jetzt vergangen, Freunde. Die Ente war jetzt im Bräter richtig schön auf Slow-Modus am Garn. Ich werde die jetzt aus dem Entenfett holen und in die Oberseite von dem Bräter legen, da ist ja extra so ein Deckel bei, wo man dann final nochmal rösten kann, beziehungsweise der Ente eine Bräunung geben kann. Und das werden wir jetzt tun. Euren Rosenkohl putzt ihr folgendermaßen. Und zwar hier einfach mit einem Turniermesser an den Strunk ran, einen Schnitt machen und dann so viele Schichten runterziehen, bis ihr zufrieden seid und die ganzen schmutzigen Außenblätter runter sind. Dann in kochendes Salzwasser geben, Rosenkohl nicht zu lange kochen, könnt ihr einen Bisstest machen oder das Messer reinstecken und wenn die gar sind, dann auf jeden Fall vom Herd nehmen und auch abschrecken, weil Rosenkohl ist an sich ein relativ empfindliches Gemüse und das wollen wir auf jeden Fall in Eiswasser oder kaltes Wasser geben, nachdem die gar sind, weil die garen sonst zu doll nach und werden matschig. Alles klar, je nachdem wie groß euer Sieb jetzt ist, müsst ihr erstmal die großen Stücke hier aus dem Topf so separat entfernen, bevor ihr dann nachher durchsiebt, weil sonst ist das Sieb natürlich voll und läuft über. So, und jetzt seht ihr schon, das ist hier wunderbar feine, edle, dunkelbraune Soße.
eine super schöne Farbe. Dann einmal hier oben schön alles rausdrücken, weil das ist alles Flavor, Freunde. Das wollen wir haben. Nichts verschwenden lassen. Beim Soße abbinden ist es sehr, sehr wichtig, dass die Soße kocht, während ihr das macht. So, final tasting. Digga. Game durchgespielt. Safe. Die beste, die ich jemals gekocht habe. Die letzten 10 Minuten, bis unser Gockel hier die Crew entertaint. So, Freunde, das war heute wirklich wieder mal ein aufwendiges Video. Mir hat super Spaß gemacht, allein dieses Sößchen zu zaubern, ja, und für Freunde zu kochen. Mir macht das immer wieder Spaß. Ich kann euch nur ans Herz legen, macht mal so ein Weihnachtsmenü. Habt ihr jetzt die passende Anleitung dazu? Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Hier gibt es mehr Videos, die toll sind wie diese. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr wieder dabei seid, wenn es heißt Zeit für Ruffys Recipes. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Feiertage. Ciao. Merry Christmas.